Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Da du auf das Video geklickt hast, gehe ich mal ganz schwer davon aus, dass du im Bereich erneuerbaren Energien tätig bist und da spannende Projekte am Umsetzen bist, entweder im Bereich Wind, Photovoltaik oder Biogasanlagen und du dich aktuell mit dem Thema Netzanschluss beschäftigst. Heute mal ein kleines Video, so in eigener Sache, denn ähm, ich bekomme relativ viele Fragen zugesandt und gerade so im Bereich Photovoltaik ist ja momentan relativ viel Dynamik, sage ich mal, im Markt. Es entstehen unwahrscheinlich viele neue firmen die braucht es auch um dann die ganzen projekte umzusetzen dennoch sind da ganz häufig dann fragen rund um zumindest kommen bei mir dann fragen an rund um den thema netzanschluss dann für den prozess eben mit den mit den netzbetreibern beziehungsweise dann auch mit den ganzen formularen, die da auszufüllen sind, oder eben auch dann der ganze prozess, das ganze prozesswissen, das prozess know-how, was ich habe rund um das thema anlagenzertifizierung, was brauche ich dafür unterlagen, woher bekomme ich die dokumente, welche formulare sind noch auszufüllen, welche dokumente sind zu erstellen, so rein von der planungsseite her und so weiter. und da sind eben ganz viele fragen. und ich kann also ich, für die planungsdienstleistungen in kleineren projekten ist es halt schwierig. Ne? Viel besser wäre es eben, wenn dieses Prozess- Know-how, das Prozesswissen, was ich habe, eben auch einfach ich übertragen könnte auf andere. Und da gibt es mit Sicherheit noch ein paar mehr Themen, ein paar mehr Bereiche, die wir abdecken können. Und zwar geht es genau heute darum, dass ich eine Community gegründet habe auf School. Den Link findet ihr unten in den Kommentaren. Und School ist eine neue Plattform, die ja, die kommt gerade aus den USA, ist ähnlich wie so eine Facebook-Gruppe, sage ich mal. Also vom Aufbau her, von der Interaktion, man kann Beiträge schreiben, Fragen schreiben. Aber äh, man ist eben dann in einem geschützten Raum, also das ist ähm, eine abgeschlossene Plattform. Man ist eben nicht auf Facebook, hat die ganze Ablenkung nicht. Und der andere Vorteil ist, ist, das Ganze ist aufgebaut eher wie ein Forum. Ich weiß nicht, die Älteren unter euch, die werden das noch kennen, das Thema Forum, da gibt es... Teilweise für ja, verschiedene Automarken gibt es heutzutage noch Foren, wo man dann Fragen stellen kann zu seinem Auto, was man äh, fährt oder auch zu anderen Themen. Gibt es mit Sicherheit noch Foren, aber es ist nicht mehr ganz so populär, wie es mal gewesen ist, das Thema Forum. Deswegen ja, habe ich mich dazu entschlossen, eben keine Facebook-Gruppe zu gründen, sondern eben auf School so eine ähm, Community zu gründen. Die Community heißt Photovoltaik und in der Community soll sich ausgetauscht werden rund um das Thema Photovoltaik. Aktuell bin ich auf der Suche nach den ersten zehn Teilnehmern, die sich auf School anmelden und mit in die Gruppe reinkommen beziehungsweise mit in das Forum mit reingehen und mit reinkommen, um dann eben das Ganze noch mitzugestalten, um zu verbessern. Anfänglich für die ersten zehn Teilnehmer wird das Ganze kostenlos sein. Später wird, wird dann das Ganze Geld kosten. Das ist auf School so geregelt, dass man dann eben eine monatliche Gebühr bezahlt und dann ist man so lange in dieser Community mit Mitglied, solange man eben Bleiben möchte, ähm, man entweder etwas beitragen möchte oder eben dann das rauszieht, sage ich mal, was man für sich rausziehen möchte. Allerdings ist die ganze Community eigentlich so gedacht, dass da eben ein reger Austausch nachher stattfindet, verschiedene Experten sich zusammenfinden, man sich austauschen kann über Photovoltaikmodule, über Wechselrichter, über die ganze Technik, die es am Markt eben so gibt. Und ich werde mein Wissen mit reingeben, das Ganze um das ganze Thema Netzanschluss und das ganze Prozesswissen, Anlagenzertifizierung. Also wenn du aktuell entweder ein Experte bist und Bock hast, sage ich mal, dein Wissen auch entsprechend weiterzugeben an Leute, damit das Ganze mit der ähm, Energiewende nachher auch wirklich gut funktioniert und dass wir, ganz, dass wir schneller vorankommen, dann ähm, klick unten auf den Button, melde dich in der Community an. Ja, und dann freue ich mich, dass wir da gemeinsam ein Netzwerk aufbauen. Und wer weiß, was daraus noch entstehen wird. Mir schwebt auch vor, dass man dann so eine Art Community-Treffen macht. Das heißt, nicht nur Online-Aktionen irgendwie oder Interaktionen dann dort auf der Plattform hat, sondern dass man eben auch Live-Treffen organisiert. Live-Treffen wird es auf jeden Fall auch geben, zu einem späteren Zeitpunkt. Die sind auf jeden Fall fest eingeplant. Also Online-Treffen, sodass man eben dann so eine Art QA-Session macht zu verschiedenen Themen. Und ähm, da ist dann jeder Experte, der sich damit einbringen möchte, dann eben auch, ja, es ist offen, sage ich mal, dass er selber dann eben Live-Sessions anbieten kann oder darf. Und ich werde eben auch einmal, bis also sind zweimal im Monat äh, Live-Sessions, QAs anbieten, ähm, wo dann das ganze Thema Netzanschlusstechnik, Anlagenzertifizierung, Etc. dann entsprechend behandelt wird. Ne? Und bei dem Netzanschluss geht es eben dann äh, vom Netzanschlussantrag. Wie fühle ich denn aus? Woher bekomme ich die ganzen Werte? Über Anlagenzertifizierung, wo bekomme ich ein Anlagenzertifikat her, etc. Schutztechnik wird ein Thema sein, was wir auf jeden Fall in der Community behandeln. Mess- und Zähltechnik wird ein Thema sein. Dann hoffe ich, dass vielleicht noch ein paar Lieferanten auch mit reinkommen, weil oftmals dann auch die Frage ist, wo komme ich, wo bekomme ich denn die Komponenten her? EZA-Regler wird ein wichtiges Thema sein und, und denke denk ich mal ein großer Bereich sein, den wir da äh, dann entsprechend behandeln werden. Wie gesagt, wenn du Interesse hast, dich da in die Community mit einzubringen, dann melde dich gerne über den Button an und ja, ich, dann freue ich mich, mit dir gemeinsam in der Community etwas interaktiver ja, sich austauschen zu können. So ist es relativ schwierig, sage ich mal, auch mit dem YouTube-Format. Selbst wenn man dann Fragen in die Kommentare schreiben kann, ist der Austausch dann doch nicht so, sage ich mal wie ich mir den gerne wünschen würde. Und in dem Forum ist es eben dann genauso, dass wenn du eine Frage stellst, erstens ist es ein geschützter Raum, ne? es gibt keine doofen Fragen, sondern es gibt nur doofe Antworten. Das heißt, du kannst alle deine Fragen loswerden, die du loswerden möchtest. Und nicht nur ich bin dann da als Experte für Netzanschluss, sondern es werden noch andere Experten mit am Start sein, die dann hoffentlich äh, deine Fragen beantworten können. Und wie gesagt, ähm, da soll dann ein reger Austausch stattfinden, Diskussionsräume vorhanden sein, dass man einfach sich austauschen kann. Und ähm, eben, dass ich dann nicht nur so zu euch spreche über, über dieses Format, sondern ähm, dass wir dort eine Community haben, wo wir das Thema Photovoltaik und Ausbau von der Photovoltaik einfach gemeinsam schneller vorantreiben können. Entweder für dich selbst oder eben für deine Kunden. Wie gesagt, unten in der Beschreibung, in der Videobeschreibung findest du einen Link. Wenn du nicht weißt, was School ist, dann gib das einfach mal bei YouTube ein. Da gibt es ganz viele nette Vorstellungsvideos ähm, über diese School-Plattform. Du musst dort keinen, eine Community gründen. Das Ganze, also die Mitgliedschaft rein auf School ist kostenlos. Du brauchst nur einen Account anlegen. Eine Voraussetzung in der Community bei mir wird allerdings sein, ich lasse nur Leute zu, die ein Foto von sich hinterlegt haben, ein reales Foto, plus Klarnamen angegeben haben, also Vor- und Zunahme, dass man nachher auch weiß, mit wem man es da zu tun hat, dass man auch ein Gesicht dazu hat. Und ähm, dass wir da eben mit realen Personen zu tun haben. Ja, genau. Freue mich auf jeden Fall. Äh, melde dich. Wie gesagt, die ersten zehn Personen, die da mit reinkommen in die Community, sind kostenlos. Ähm, anschließend wird die Community dann kostenpflichtig sein. Und ja, freue mich auf jeden Fall auf deinen Antrag auf School. Bis dahin, dein Daniel. Ciao.